Hast du eine Vorliebe? Ich kann das nicht sagen. Ich bin total stolz auf mich. Oh, oh. Man merkt, dass sie nicht sieht, ja. Wo ist das? Hey Beauties. Hey. Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute mit einer sehr speziellen und witzigen Challenge vor allem. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Challenge meine Niederlage von der letzten Challenge wieder gut machen kann. Werden wir sehen. Und zwar geht es heute in der Challenge darum, uns gegenseitig Masken aufzutragen innerhalb von einer Minute und das Ganze auch noch blind. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Let's go! So, und fangen wir jetzt mal an. Die Taucherbrille hier musst du bitte aufsetzen, um deine Augen zu schützen. Yeah. Weil wenn ich jetzt hier blind die Maske auftrage, habe ich nachher Bedenken, die Augen zu treffen. Und das wollen wir ja nicht. Ja, und ihr wisst ja immer, wenn es ums Gesichtsmasken geht, dann immer schön die Augenpartie und den Mund an sich auch ausspannen. Aber ich hoffe einfach, dass Judy mir das Ganze nicht einmal... Aber okay, ja, du musst ja aber auch schon in die Augen. Aber ich muss es mir ja schon mal aufmachen zumindest. Okay. Ne? Also hast du eine Vorliebe? Ja, mach mal mir die Clear bitte. Okay. Also Leute, ich habe ein bisschen Angst. Martin hinter der Kamera stoppt die Zeit. Wie lange haben wir gesagt? Eine Minute, ne? Okay. Ja, genau, eine Minute. Ja, okay. Also ich schließe auch fairerweise wirklich meine Augen, weil ich das halt auch viel spannender finde, als du schon mal. Super. So. Ich gebe dir das Produkt. Pass auf. Hier ist einmal Pinsel. Mhm. Ich will dich halt auch gar nicht voll machen. Sie hat jetzt auch noch so ein schönes weißes Oberteil an. Ja, ich weiß nicht, ob das noch weiß ist. Warte, ich drehe dich ein bisschen zu mir noch, dass du wenigstens mein Gesicht triffst. Ich muss dich jetzt eh ertasten. So, und ich helfe dir schon ein bisschen hier, damit du wenigstens im Produkt schon mal gelandet bist. Einmal mit dem Pinsel. Leute, wünscht vor allem mir Glück. Gibst du das Go, Martin? Alle bereit? Ja. Dann 3, 2, 1, los! Okay, ich glaube, ich stelle es etwas besser ab. Das ist meine Technik. Jetzt muss ich dein Gesicht ertasten. Okay, hier ist eine Wange. Ich hoffe, dass es die Wange ist. Oh. Oh, du kannst mir schon sagen, wie fühlst du dich denn dabei? Entspannt? Ich will gerade nichts sagen. Entspannt? Ja, also ist das Kinn. Es fühlt sich auf jeden Fall wie ein schönes Facial an. Okay, da können sich viele Beauty-Salons eine Scheide abschneiden. Halbzeit. Oh. Halbzeit. Ach so, ich bin hier voll am Chillen. Okay, das fühlt sich aber auf jeden Fall gut an. Ich hoffe nicht, dass ich im Haaren gelandet bin. Es freut mich auf jeden Fall, dass es sich für dich gut anfühlt. Also bei mir so, ne? I doubt it, aber... 10 Sekunden. Okay. Jetzt muss ich den Mund halten, weil jetzt gebe ich Gas. So, es müsste jetzt... 3, 2, 1... Stopp! Okay. Hey, aber fast alle wichtigen Partien getroffen, würde ich sagen. Also, man sieht hier ganz klar, die T-Zone wurde jetzt vielleicht nicht getroffen, aber es war aufgrund der Taucherbrille. Und eigentlich nur das. Also, ich bin total stolz auf mich. Das ist echt die Kacke. Das ist aus wie... Ich geh wieder rein. Aber ich bin auf jeden Fall amazed. Also ich dachte eigentlich, dass es hier landet. Ich habe es noch nicht gesehen, und, aber ich weiß nicht, ob ich es sehen möchte. Und hier bitte, also alles sauber geblieben, ne? Denn das ist uns sehr wichtig. Das appreciate ich sehr. Also so rouge, also für das ich blind war. Ich vertraue also einfach mal. Stinkt, also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Von unserem neuen Picasso hier. So sieht ein stolzes Gesicht aus. Ich merke. Okay, wir zeigen dich jetzt aber mal, weil wir... Ja. Spiegel. Wir brauchen einen Spiegel einmal. Eine Ewigkeit später. Okay, bist du bereit? Ja, ich habe ja keine andere Wahl. Es ist ja jetzt eh schon drauf. Ja. Sag ich ja. Also, okay, ich hätte es mir auch schon mal erwartet. Ja. Und sehr wenig nur im Haar. Nichts auf meinem weißen Oberteil. Ich weiß auch nicht, wieso ich ein weißes Oberteil angezogen habe. Naja. Nee, aber not bad. Also ich weiß nicht, ob ich es besser machen werde. Ne? Aber gucken wir mal. Ich mache mir mal die Hände sauber. Lass die Maske noch ein bisschen einwirken. Dann habe ich wenigstens auch gleich eine Sofort-Detox-Kur mit unserer Kuckuck hier. Und dann versuche ich mich mal an Gigi. So, einmal hier Platzwechsel. Für dich wieder die Taucherbrille. Damit wir hier auch sicher sind. Hattest du die Augen dabei zu? Also hast du es über dich gesehen? Nee, ich hab die ganze Zeit dich gesehen. Das war super lustig auf jeden Fall. Du musst mir das dann nachher nur in die Hand geben. Bei Gigi nehmen wir hier die Rose Refine. Sie so liebe. Genau, weil sie liebt und weil die einfach
Hammer aussieht. Und ich hoffe, die sieht genauso gut aus, wenn man sie ein bisschen blöd aufträgt. Naja. So, dann... Oh Gott, jetzt werde ich dieses Haarband verlieren. Soll ich dir dabei noch helfen? Ah, ist okay. Ich glaube, ich krieg's hin. So, meine Augen sind auch zu. Achso, ich gebe dir das... Ja. Also, Leute. Ich gebe es in die Hand und mache dir auch schon ein bisschen drauf. Okay, das hier brauche ich links. Das brauchst du links, okay. Hier, ich mache es dir rein. Dann kannst du dir sehr... Oh. Man merkt, dass sie nicht sieht, ja. Sorry, bin ich gerade von ausgegangen, dass du sie irgendwie siehst. So, okay. Es ist jetzt auch schon ein bisschen Produkt dran, aber du kannst halt noch ein bisschen tunken, wenn du magst. Ja, ich glaube, ich muss noch tunken. Ich glaube, ich mache meine Hose besser weg. Martin, du hast ja wieder die Zeit, eine Minute, ne? Okay. Oh Gott. Ja. Dann 3, 2, 1, los. Okay. Deine Taktik, ich habe jetzt einen kleinen Vorteil. Wo ist das gesagt? Gott sei Dank, okay, dein Pulli ist schon ruiniert. I'm so sorry. Ich hab's gespürt. Mama. Komm, also. So schlimm kann es nicht. Hoffe ich. Hat Zeit. Okay, ich such das Produkt. Wo ist es? Ah, oh Gott. Okay. Sehr, Malerarbeit, ne? Zehn Sekunden. Okay. Also ich glaube, das ist gar nicht so. Wo ist denn der Rest? Ich hab die Finger voll. Ich bin jetzt. 3, 2, 1, stopp. Ich ein bisschen. Sag was! Wie sieht's aus, Leute? Also, ich find's ja nicht so schlecht. Siehst du, man denkt immer, dass es viel schlechter ist, als es im Endeffekt ist. Ne, die Seite ist doch an sich ganz. Ich mach mal ganz hier. Nett, ja, guck mal, hier. Also, die Stirn finde ich richtig gut. Oh, ja. Ja! Meine Nase hat auch ein neues Anterieur bekommen. Nee, vor allem meine Lippen. Okay, bei dir habe ich auch von den Lippen. Meine Rolli. Ja, aber dann nur mal sagen, also wir machen das jetzt auch super schnell wieder ab, aber bitte Leute immer wirklich Augenpartie und auch Mundpartie aussparen, weil das nicht so gut ist. Nee, aber es ist doch ein Look. Bist du jetzt super? Martin? Aber Punktabzug für meinen versauten Rolli. Sorry. Es geht wieder raus in der Wäsche, sonst spendiere ich. Geht auf meinen Nacken dann. Sagst du jetzt, und dann, wenn die Kamera aus ist, so sagst du, wir gehen weg. Nein, schwör. Ja. So, Martin darf entscheiden. Ich würde auch sagen, Punktabzug wegen dem Wolf eigentlich. Du hast nicht so sauber gearbeitet, sorry. T-Shirt geworden. Oh. Nee, oh. Also, ihr kennt mich mittlerweile. Nee, ich bin an sich ein guter Verlierer, aber heute nicht. Leute, ihr seid gefragt. Bitte einmal in die Kommentare schreiben. Wer die Maske denn besser blind aufgetragen hat, Gigi oder ich, wir lassen euch entscheiden. Also Martin, danke für deine Meinung. Die wird ja anscheinend nicht akzeptiert. Doch, ich schätze einfach viel mehr die Meinung unserer Community. Die ist mir einfach ein bisschen wichtiger. So. Das stimmt. So, Beauties, das war's von uns. Wir waschen uns jetzt mal unser Gesicht am besten. Und hoffen, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, um diese Ereignisse auf gar keinen Fall mehr zu verpassen. Ja, wir sind da mal weg, weil das muss ab auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.